Hallo und willkommen zurück zur Pummelrunde mit Layers of Fear, dem DLC Inheritance. So, das letzte Mal haben wir hier ja aufgehört mit dieser gepunkteten Wand und war hier letztes Mal schon eine Fliege? Ja, okay, ich laufe einfach weiter. Das ist mir beim letzten Mal, als ich aufgehört habe, gar nicht aufgefallen. Aha. Ja, ich bin immer noch für den Vater. So. Ja, Puppen. Da unten liegt ein Zettelchen. Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen, oder? Revolutionäre Projektionsmethode erobert Publikum im Sturm. Letzte Nacht im weltbekannten Chiron Odeon nahm alles einen langsamen und recht uninteressanten Anfang. Als das Licht gedämpft wurde und das Gemurmel verstummte, betrat die Bühne. Der geniale Ingenieur, Geschäftsmann und Wohltäter sprach von seiner Zukunftsvision, von einer Welt, in der künstliche Bilder aus dem Nichts erschaffen werden und so real wirken können wie echte Objekte oder Personen. Trotz einer unbestreitbaren Leidenschaft zog sich die Rede etwas zu lange hin und das Publikum begann sich zu fragen, ob der Mann wirklich etwas vorzuweisen hatte. Wir konnten ja nicht ahnen, dass das Ganze nur ein brillantes Ablenkungsmanöver war. Scheinbar vom Klang seiner eigenen Stimme gelangweilt, lud seinen Freund auf die Bühne ein, in der Hoffnung, dieser könne besser erklären, wie revolutionär ihre neue Technologie sei. Die Zuschauer schnappten ungläubig nach Luft, als ein genaues Duplikat des Redners die Bühne betrat und sich an das Publikum zu wenden begann. Und danach kam noch einer und noch einer. Innerhalb weniger Minuten war die ganze Bühne voller Männer, die wie identische Zwillinge des Erfinders aussahen. Tosender Applaus brach aus, als der Mann selbst ganz hinten im Raum wieder auftauchte. Als er sich von hinten der Bühne näherte, lösten sich seine Doppelgänger langsam in Luft aus. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen begann, Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Obwohl die Reaktion überwältigend positiv war, gab es auch ein paar Skeptiker. Als der Erfinder nach den möglichen Gefahren seiner Technologie gefragt wurde, wirkte er unbeeindruckt und erwiderte scherzhaft, dass die Leute einst Angst vor Autos gehabt hatten. Doch Scherz beiseite, das Schauspiel war für manche Zuschauer zu viel gewesen, denn mehrere waren in Ohnmacht gefallen und ein älterer Herr hatte von den Tätern aus dem Gebäude geführt werden müssen. Die Technologie wird auf jeden Fall zu Kontroversen führen. Einerseits scheinen ihre Möglichkeiten Anwendungen endlos zu sein und sich von der Technik über Bildung und Medizin bis zu visueller Kunst zu erstrecken. Andererseits muss man sich die unvermeidliche und unbequeme Frage stellen, wenn eine Zeit kommt, in der wir nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, wie wird sich das auf unsere Gesellschaft auswirken? Ja. Tja. Kommt ganz drauf an. Also. Ja. Okay. So. Wieso hört sich das hier an? Wie? Ich weiß es nicht. Hier. Ach. Muss ich jetzt hier immer und immer wieder... Moment, kann ich das da lesen? Nein, kann ich nicht. So, und hoch. Hatten wir sowas nicht schon? Dieses Kackspiel. Oh. Ich wollte gerade sagen, ob ich mich da im Speicherstand vergriffen hatte und mir das bekannt vorkam, aber... Geronimo!
Gut. Ja, okay. Und wo bin ich jetzt hingefallen? Hä? Ah. Ach, ist das schön. Das wird sich gleich ändern. Ich höre Vögel. Okay. Hä? Okay, was ist das? Ach, gehen wir weiter. Hä? Okay. Wir fallen immer durch den Boden durch. Warum? Ach so. Ach, da kommt der... Ich frage mich ernsthaft. Ernsthaft. Oh, was ist das denn? Was war das? Oh no. Honey, I need you. I need my medicine. Oh, please. Oh, it hurts so much. Why won't you help me? Why are you punishing me like this? Whatever I did, I'm sorry. Ja, okay. Ja, okay. Also, sie hat... Aber warum hat er irgendwie gesagt... Oh Gott. Also, ich glaube, es war nicht seine Absicht. Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, generell war das nicht seine Absicht. Also, ich muss ja sagen, so, wenn man mehr und mehr darüber nachdenkt... Gut, er ist halt ein Perfektionist und sie auch. Und aber ich... Ich weiß nicht, ich... Teilweise, muss ich sagen. Hä? Da geht's bunt. Da ist Tür. Wir probieren mal die Tür hier. Oh. Wow. Missing Cat, Mr. Scooter. Reward all my dollies. Contact at... Vermisste Katze, Herr Roller. Belohnung alle meine Puppen. Adresse. Ja, ja, gut, okay. Also irgendwie, sie hatte eine Katze und die Katze ist weg. Warum die bei den ganzen Ratten im Haus eigentlich nicht generell eher Katzen hatten? Hä? Hallo? Es ist ein bisschen, es ist so ein bisschen nebelig jetzt hier. Muss ich ja schon sagen, ne? Ich bin echt wirklich gespannt, worauf das hier hinausläuft. Oh, die Katze. Was? Oh toll, wir müssen Bauteile finden für eine Katze. Wo geht's denn hier lang? Oh, 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 oh.
Was war das jetzt? Ah, das ist ein Rad. Und was hier? Okay. So. Ja, aber was machen wir denn da jetzt? Ah, wieder so ein Bild. Hä? Aber ich habe doch hier, oder muss ich irgendwie... Ich würde ganz gerne dieser Katze helfen. Ah, Moment. So. Da wird der immer ohnmächtig. War das eben schon da? Ein Gemälde von Feuer. So. Jetzt läuft's aber. Was denn noch? Irgendwas Rundes. Ja. Bilder verändern sich immer. Gut, probieren wir nochmal. So. Okay, Uhr funktionierte nicht. Hier, das funktionierte nicht. Teller funktionierte nicht. Kann man da irgendwas? Nein. Jo. Das zu? Ich will die mitnehmen. Oder zumindest reparieren, aber... Womit? Hä? Ich verstehe es nicht. Was ist... Ah, Moment. Juhu, ist es das Originalrad? Ich hoffe es. So. Brr, brr. Los, fahr los, Katze. Ach, guck mal einer an. Und da, wo sie langfährt, ist jetzt hell. Still feel something. I look at you and I see nothing. Not the beautiful girl I fell in love with. Not the mother of my child. Not even the hateful monster you pretend to be. You're just empty. I look at you and I feel nothing. And it scares the hell out of me. You forgot to say how hideous I am. Go on. I know you want to. I know you're disgusted with me, admit it! Right, I am disgusted with you. But it has nothing to do with the way you look. I'm disgusted with what you let it do to you. How you let it change you. Hä?
Kann ich mich dücken und den nach? Oh. Ja. Princess. Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Ah, ja. Huh? Yes. Now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Was? Hä? Ja. Okay. Okay. Testament. Ich, Punkt, 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 mich an den Rest meiner geistigen Gesundheit klammernd, erkläre dies als mein Testament. Ich erkläre hiermit alle meine vorherigen Testamente als genauso wertlos wie die leeren Hülsen, die sich meine Freunde oder Partner nennen. Meine Agenten Thomas Caldwell vermache ich das teuflische Ungeziefer, das in meinem Haus nistet, und bete darum, dass es genauso endlos an ihm nagen und ihm das Blut aussaugen wird, wie es das mit mir getan hat. Meinem Verleger Liam Prickstone vermache ich die Flammen, denen die Liebe meines Lebens zum Opfer gefallen ist, und hoffe, dass sie ihn zusammen mit den elenden Schlampe und den kreischenden Balk, die er seine Familie nennt, einäschern werden. Meinen Rechtsanwalt James Jerome Settler vermache ich die Krankheit, die meinen Verstand und meine Seele verrotten ließ, damit er sich genauso leer und nutzlos fühlen kann, wie er dies für mich gewesen ist. Allen sonstigen Schmarotzern, die aus dem Gebälk kriechen, hinterlasse ich nichts. Zur Hölle mit euch allen. Zu guter Letzt vermache ich dir, meiner geliebten Tochter, meine gesamten irdischen Besitztümer. Was auch immer sie wert sein mögen, hoffe ich, dass sie dich inspirieren werden, dein wahres Potenzial zu erkennen. Das letzte und kostbarste Geschenk jedoch kann ich dir nicht geben. Das musst du selbst entdecken. Ich glaube an dich, wie ich es immer getan habe. Ich hab doch gesagt, ich glaube, bei der Mutter wäre das ziemlich kacke gewesen. Relationship Counselor. This time we are really going March 3rd. Okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Wo bin ich überhaupt? Das ist jetzt... Ah, ja, hier, hier, das Babyface. So. Ja. Hä? Okay. Gut, dann muss ich hier jetzt lang. Ja, ah, toll. Ich hatte ja eine Taschenlampe. Aber das ist so lange her, dass der, nicht verrückt da rumgelaufen ist. Sie ist ja die Tochter. Hier die ganzen Bilder von der Mutter. Ihr Zimmer. Boah, ich hab ganz vergessen, wo waren wir denn überhaupt noch nicht? Okay. I don't know what I expected to find. A farewell note? A final will? What I found was an apology. Expressed in the only language he ever truly knew. At that moment, I could finally see my father for what he was. A man driven insane with sadness and guilt. Trapped in this house, a nightmarish echo chamber of past mistakes and tragedies. It was this house, a place beyond hope, beyond redemption. I knew what I had to do.
given up trying to understand my father a long time ago. But I could finally forgive him. Hey, Princess. What have you got there? Oh, that's so lovely, sweetie. But why pink? Ja, und damit wären wir mit Layers of Fear Inheritance auch durch. Boah. Es war die richtige Entscheidung, den Vater zu wählen. Ich glaube, bei der Mutter wäre das darauf hinausgelaufen, dass sie wahrscheinlich den Vater gehasst hätte. Und ich glaube, so finde ich das Ende eigentlich ganz... Ich finde das Ende so schön. Gut, man merkt direkt, ja, okay, anscheinend hat sie auch eine Tochter und sie hat so den Streak, den so ein bisschen dieses, wahrscheinlich von ihrem Vater. Man nimmt ja immer alles Mögliche ein bisschen mit. Aber ich find's auf jeden Fall, ich werde nicht nochmal die Story der Mutter spielen. Ich glaube, ich bin mit Layers of Fear soweit durch. Ich schaue mir das wahrscheinlich irgendwo an. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht als Let's Play bringen. Ich fand Layers of Fear jetzt ein super tolles Ding. Das DLC hat das alles abgeschlossen. Ich finde das Ende jetzt besser. Also ich finde... Ich finde es schön, dass die Tochter ihrem Vater verziehen hat. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Und, ja. Schaut doch wieder rein, demnächst, wenn es wieder heißt, der Horror-Re-Show ist unterwegs. Wenn wir uns dann wahrscheinlich irgendein anderes Horrorspiel vorknüpfen, was noch auf meiner Platte liegt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Hisho. Ciao.